zwei ganz besondere Gäste. Zum einen Herrn Riebsamen. Wir werden also diese Woche politisch. Herr Riebsamen ist der krankenhauspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und hat sozusagen gerade sehr bewegte Wochen hinter sich, hat Maßnahmen im Deutschen Bundestag beschlossen, die er sich wahrscheinlich auch vor kurzem noch nicht hat träumen lassen. Da reden wir gleich drüber. Und ich begrüße Jana Aulenkamp, ehemalige Vorsitzende der Bundesvertretung der Medizinstudierenden und jetzt ja bewegt unterwegs im deutschen Gesundheitswesen auf Kongressen als Speakerin. Hat mir gerade heute Vormittag noch verraten, dass sie an ihrer Dissertation gerade schreibt und sich sozusagen auf den zweiten Teil der Medizinerausbildung, der Arztausbildung gerade einstellt und natürlich auch Corona und Krisen bewegt ist. Ich möchte anfangen mit Herrn Riebsamen. Herr Riebsamen, wie gesagt, Sie haben im Deutschen Bundestag nie dagewesene Maßnahmen beschlossen. Sie haben Freiheitsrechte beschränken müssen und Sie haben in den letzten Tagen Geld ausgegeben, wie kaum ein Parlament vor Ihnen, gewaltige Rettungsschirme für die Wirtschaft, aber eben auch fürs Gesundheitswesen aufgespannt, gerade auch für die Krankenhäusern. Wie fühlt man sich denn da? Wie geht es Ihnen denn damit? Das sind ja Lasten, die über viele Jahre noch ja, abgetragen werden müssen. Ja, Herr Balling, in der Tat, das ist für mich schwer, ja, überschaubar, was wir eigentlich gemacht haben. Ich weiß nur eines, dass es notwendig ist. Und ich bin froh, dass wir in den vergangenen 6, 7 Jahren in Deutschland eine solide Haushaltspolitik gemacht haben, keine neuen Schulden gemacht haben, sondern sogar Schulden abgebaut. Das ist jetzt die Voraussetzung dafür, dass wir in eine Neuverschuldung hineingehen, mit 156 Milliarden Euro plus weitere Schutzschirme, alles zusammengerechnet, weit über 1 Billion Euro, das mich hoffen lässt, dass das hinterher dann auch verkraftbar ist. Allein für die Krankenhäuser sind es 10 Milliarden. Wie hat sich denn Ihr Alltag verändert? Wie regiert man denn aus dem Homeoffice oder also als Regierungspartei? So wie wir beide jetzt ja auch gerade. Mit Telefonkonferenzen, Landesgruppensitzungen, Ausschusssitzungen, Arbeitsgruppensitzungen, Gesundheit in der CDU-CSU-Fraktion, all dies und anderes mehr findet eben auf der Basis von Telefonkonferenzen statt. Und so langsam entwickeln wir uns weiter und machen jetzt auch Videokonferenzen, wie mit Ihnen auch. Und wir hatten ja vor 14 Tagen auch eine Sitzungswoche in Berlin. Da musste ich eben mit dem Auto dann anreisen, weil das Fliegen und Zugfahren ja doch relativ riskant ist in diesen Zeiten. Außerdem ist ja alles sehr auch ausgedünnt. Gehen wir mal in die harten Fragen, die sich jetzt stellen. Es geht natürlich auch in dieser Krise ums Geld. Sie haben es angesprochen, 10 Milliarden für die Krankenhäuser. Es sind gewaltige Summen und trotzdem ist es natürlich nicht genug. Es gibt nach wie vor Klagen, beispielsweise aus der Pflege, aber auch Zahnärzte sagen, dass sie noch nicht abgesichert sind. Wie beurteilen Sie solche Klagen, wenn die jetzt kommen, wo Sie doch sicherlich sehr, sehr viel getan haben? Also wir haben jetzt gerade über die 10 Milliarden der Krankenhäuser geredet. Die Pflege kommt on top. Wir haben in diesem Gesetz, in dem auch die 10 Milliarden für die Krankenhäuser geregelt wurden, ja schon reingeschrieben, dass die Selbstverwaltung hier ermächtigt wird und aufgefordert ist, einen Schutzschirm auch für die Pflege zu errichten. Also Und wir das sprechen ist von mit der Altenpflege jetzt in dem von der Zusammenhang. ambulanten und stationären Altenpflege, also Pflegeheime, ambulante Pflegeeinrichtungen, Sozialstationen, Tagespflegeeinrichtungen, all diese Dinge haben mittlerweile auch einen Schutzschirm bekommen. Jede stationäre oder ambulante Pflegeeinrichtung bekommt alle Mindereinnahmen, die sie haben, weil sie meinetwegen keine Tagespflege mehr machen können, diese Mindereinnahmen erstattet, beziehungsweise die Kosten, die in der Zeit entstehen, wo sie keine Einnahmen haben, werden im vollem Umfang ersetzt. Ebenso die Mehrausgaben, die jetzt anfallen. Mehrausgaben für Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, zusätzliches Personal, wenn sie es denn finden.
Wenn Sie zusätzliches Personal einstellen können in der ambulanten Pflege oder in der stationären Langzeitpflege, dann wird dieses zusätzliche Personal bezahlt, und zwar sowohl was jetzt die Pflegeversicherung anbelangt, da gibt es ja auch Mindereinnahmen dann, als auch was die Eigenanteile, das darf man ja nicht vergessen, in den Pflegeheimen haben die Menschen ja auch Eigenanteile zu bezahlen. Auch das wird, wenn es da Unterschiede jetzt gibt durch die Corona-Krise, auch das wird ersetzt. Okay, wir hatten mit Blick auf die Krankenhäuser vergangene Woche auch schon über die Liquiditätshilfen und den Schutzschirm gesprochen und hatten Frau Leclerc zu Gast, den kaufmännischen Vorstand des Universitätsklinikums in Greifswald. Und die hat natürlich auch vor Fehlanreizen gewarnt. Also wenn man jetzt so viel Geld in solche Systeme gibt, besteht natürlich der Anreiz, möglicherweise weniger Patienten sogar zu versorgen. Es gibt schon Rückgänge auch bei Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten, was auch daran liegt, dass sich Patienten gerade nicht ins Krankenhaus trauen mit Symptomen, weil sie sagen, da stecke ich mich nur noch mit Corona an. Die Frage aber mit Blick auf die Krankenhäuser wäre, wenn sich im Nachhinein rausstellt, dass da manche Häuser jetzt das System ausnutzen und auch diese Hilfen ausnutzen, werden sie dann nochmal nachsteuern? Werden sie nochmal gucken, wer hat denn da wirklich wie behandelt und wen behandelt und wer hat sich möglicherweise einen schlanken Fuß gemacht? Also in diesem Krisenmodus, in dem wir uns jetzt befinden, muss man natürlich auch, und das halte ich auch für richtig, einen großen Vertrauensvorschuss den Krankenhäusern, den Einrichtungen insgesamt mitgeben. Und ich glaube, dass dieser Vertrauensvorschuss auch gerechtfertigt ist. Ich schaue jetzt nicht in erster Linie darauf, ob jetzt Missbrauch betrieben wird. Wenn es da dann Fälle auftauchen, dann wird man das hinterher dann irgendwo korrigieren müssen, vor allem dann für die Zukunft. Ist ja nicht gesagt, dass es nicht irgendwann in einigen Jahren wieder erneut auftritt, dass man dann eben aus diesen Erfahrungen jetzt lernt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir uns jetzt massiv schützen müssten gegenüber den Krankenhäusern, weil da Missbrauch betrieben wird. Das glaube ich nicht. Hier im Chat haben wir die Frage, ob nochmal vielleicht auch aufgestockt wird, gerade die Hilfen für persönliche Schutzausrüstung, die jetzt ja, also beziehungsweise die Gelder, die dafür notwendig sind. Wir haben da jetzt höhere Preise, da gibt es jetzt 50 Euro pro Patient. Und die Frage ist, ob da nochmal nachgebessert wird, ob das sogar nochmal nach oben geschraubt wird. Das kann gemacht werden. Das haben wir so ins Gesetz reingeschrieben, dass jetzt zunächst einmal für 3 Monate, im Entwurf waren es 2 Monate, haben wir während des Gesetzgebungsverfahrens, dieses extrem kurzen Gesetzgebungsverfahrens, nochmal um 1 Monat verlängert, sodass jetzt 3 Monate dieses Geld bezahlt wird. Oh ja, nun klar, wenn die Krise anhält, dann muss man es verlängern. Auch das steht im Gesetz drin, dass diese Verlängerungsmöglichkeit besteht. Es kann auch sein, dass wir an einer ganz anderen Stelle nochmal nachjustieren müssen. Wir sind da jetzt an einer Frage, die, glaube ich, momentan die entscheidende ist in der ganzen Corona-Diskussion, nämlich die Frage der Schutzkleidung, die ja überall fehlt. Wir haben zu wenig Vorräte. Was ist denn da für Sie die Lehre aus dieser Krise? Müssen wir künftig im Inland produzieren? Müssen wir einfach mehr bevorraten? Muss der Staat das machen? Wie haben Sie schon Ideen, wie das künftig aussehen kann? Also die wichtigste Idee ist schon mal, dass wir etwas tun müssen. Wir improvisieren im Moment, beziehungsweise die Einrichtungen, die ganz unten in der Kette sind, die Schutzkleidung dann auch brauchen, die müssen alle improvisieren. Es wird bisher oder zurzeit eingekauft, wie im Normalfall, wenn es geht, also direkt von den Einrichtungen. Dann wird eingekauft von den Landkreisen als Katastrophenschutzbehörden, obwohl die gar nicht dafür vorgesehen sind, sondern die Länder. Die Länder kaufen auch ein, darüber hinaus kauft der Bund ein, darüber hinaus kaufen separat nochmal eigenständig die KVen ein. Also wir haben hier ein ziemliches Durcheinander, möglicherweise sogar eine Konkurrenzsituation auf dem Markt. Das bedeutet für mich, dass wir in Zukunft eine klare Organisationsstruktur brauchen, wie das funktioniert beim Einkauf. Aber die Frage von Ihnen war ja auch Eigenproduktion. Ja, das lehrt uns die Krise auch, dass man nicht ausschließlich sich darauf verlassen kann, aus Ostasien Schutzkleidung zu beziehen, dass wir hier eigene Produktionskapazitäten aufbauen müssen in Deutschland, in Europa. Das halte ich für dringend notwendig, auch dann, wenn es etwas mehr kostet. Gilt übrigens auch für Medikamente. Wir hatten bei den Medikamenten schon Engpässe vor der Krise aus diesem Grund, weil
Substanzen bei uns nicht vorhanden mehr sind und wir darauf angewiesen sind, aus Osteuropa ausschließlich beliefert zu werden, China, Indien und so weiter. Auch an der Stelle ist es notwendig und sind wir auch schon dran bei den Medikamenten, weil dieses Problem schon länger bekannt ist, eigene Produktionsstätten vorzusehen in Deutschland und in Europa. Bleiben wir nochmal für einen Moment bei der akuten Krise sozusagen. Gestern hat das Corona-Kabinett, jetzt tagt ihr praktisch jeden Tag eine Form von Krisenstab oder jedenfalls die Bundesregierung hat ihre Arbeitsweise entsprechend geändert, dass montags immer ein Corona-Kabinett tagt. Die haben gestern auch Beschlüsse gefasst mit Blick auf die Beschaffung von Schutzausrüstung. Wie sehen Sie das denn? Reicht das? Ist diese Strategie, die Sie gerade genannt haben, ist die damit jetzt erkennbar? Oder ist das immer noch ein bisschen, ich sag mal, durchwursteln jetzt? Also im Moment nehme ich es so wahr, dass es ein gewisses Durchwursteln ist. Es muss ja auch erst greifen, was das, dieses Corona, dieses Notkabinett sozusagen beschlossen hat. Das kann ja noch gar nicht greifen. Im Moment nehme ich das wahr, was ich Ihnen schon geschildert habe, dass alle einkaufen, von Bund bis zu den Einrichtungen selber und hoffen, dann auch zum Zug zu kommen. Meine Wahrnehmung ist außerdem, dass es eine ganze Reihe von Einrichtungen durchaus noch gibt, die aufgrund der Tatsache, dass sie gute Vorräte auch ohne den Krisenmodus schon hatten und auch ihre Lieferanten bisher noch haben, ganz gut über die Runden kommen, die auch eine gute Einkaufsabteilung strukturierte haben, EDV unterstützt große Einrichtungen, kleinere Einrichtungen oder wo die Vorräte zufällig eben zur Neige gingen, die großen Probleme haben. Wir haben auch eine Situation der Priorisierung. Ich habe ganz in meiner Nachbarschaft eine Reha-Klinik, die hat jetzt an die 50 Fälle von Mitarbeitern, die infiziert sind und von Patienten. Da nehme ich jetzt wahr, dass die natürlich jetzt auch bevorzugt bei der Verteilung von Schutzkleidung behandelt worden. Ich habe gestern mit der Einrichtung über dieses Thema telefoniert. Also man muss im Moment von Fall zu Fall handeln und auch improvisieren, in der Hoffnung, dass wir jetzt Struktur in den nächsten Wochen oder Tagen, nicht Wochen warten, in den nächsten Tagen eine Struktur in diese Problematik hineinbekommen. Haben Sie in Ihrer Fraktion mit Ihren Kollegen darüber gesprochen, dass Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, die jetzt vor solchen Problemen stehen, auch direkt an die Abgeordneten herantreten können, an die Wahlkreisabgeordneten, damit sozusagen auch der Draht zur Politik jetzt nah ist und man möglicherweise helfen kann? Da brauchen wir keinen Beschluss der Fraktion dazu. Das macht jeder Abgeordnete in seinem Wahlkreis ganz automatisch. Und wenn er das nicht tut, dann wird er spüren, dass die Einrichtungen sich bei ihm melden. Also ich bin in Kontakt mit Krankenhäusern bei mir in der Umgebung, mit Reha-Einrichtungen, alles, was betroffen ist. Aber durchaus auch der Aufruf an Krankenhäuser, sich an ihre Abgeordneten möglicherweise zu wenden, wenn sie vor solchen Problemen stehen. Ja, also dazu kann ich nur aufrufen, wenn es Krankenhäuser bisher nicht getan haben, dass sie das tun. Die Abgeordneten helfen an der Stelle gerne. Sie werden nicht in die Klinik kommen, das wird auch nicht erwünscht sein. Ja. Das geht dann auch alles telefonisch. Am Anfang war ich noch persönlich dort, aber mittlerweile muss man das alles auf virtuelle Kommunikation umstellen. Okay. Bleiben wir mal kurz bei dem Thema Bevorratung gerade von Schutzausrüstung, aber vielleicht auch von Medikamenten künftig. Wer soll das denn machen? Muss ich mir künftig große staatliche Lager vorstellen, die für Krisenfälle entsprechend gewappnet sind, für Pandemien, für Epidemien? Wer soll künftig bevorraten? Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Bevorratung ausschließlich irgendwo in Berlin für ganz Deutschland in einer Riesenhalle stattfindet. Wäre vermutlich auch nicht zweckmäßig. Sie müssen ja wissen, dass diese Schutzkleidung auch ein Verfallsdatum haben. Also man kann die nicht 10 Jahre lagern und dann hervorziehen. Das geht nicht. Das sind Verbrauchsartikel, die man auch dann verbrauchen muss. Vielleicht müssen wir einfach alles machen. Wir brauchen aus meiner Sicht Vorgaben zur Bevorratung in den einzelnen Einrichtungen. Diese eben Bevorratung, die sie nicht unterschreiten dürfen. Das bedeutet allerdings auch dann mehr Bürokratie. Vielleicht kann man das aber auch über Dienstleister machen für diese Einrichtungen, diese Bevorratung. Dann brauchen wir Bevorratung auf Länderebene und möglicherweise auch auf Bundesebene. Wir werden die Erfahrungen auswerten. Da bin ich ganz sicher, wenn diese Krise zu Ende ist, um an der Stelle dann
uns neu aufzustellen. Das ist dringend notwendig. Ich habe noch eine Frage im Chat zu dem Thema. Und zwar das Thema Schutzkleidung sei das eine, steht hier. Aber wann werden strukturiert Testungen des Gesundheitspersonals eingeführt? Also das Gesundheitspersonal gerade auf Corona-Testen, möglicherweise auch auf Antikörper-Testen künftig? Ja, das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn man das zügig machen könnte und flächendeckend auch machen könnte. Das scheitert im Moment noch an Kapazitäten, Reagenzien, Labor, Institutionen. All dies ist im Moment knapp. Wir hoffen sehr darauf, dass wir schnellstens neue Methoden bekommen für eine Schnellbewertung, möglicherweise auch neue Technik, um dann flächendeckend zumindest mal das Personal in den Einrichtungen testen zu können. Wünschenswert wäre, wenn man die ganze Bevölkerung testen kann. Aber im Moment gibt es natürlich schon Prioritäten. Es wird schon prioritär getestet, Mitarbeiter von Einrichtungen, wenn dies dann notwendig ist. Aber befriedigend ist es noch nicht und wir arbeiten an dieser Stelle natürlich auch. Ein letztes Thema, bevor ich mit Frau Aulenkamp weiter spreche. Sie haben sich in der Vergangenheit ja auch durchaus mal zu Wort gemeldet beim Thema Krankenhausstruktur, was die Anzahl der Krankenhäuser angeht und möglicherweise auch die, die man schließen kann. Jetzt nehme ich wahr, dass es so zwei Schulen gibt gerade. Die einen sagen, sind wir froh, dass wir keine Krankenhäuser oder nicht in dem Umfang, wie teilweise gefordert oder auch von der Wissenschaft gewünscht, Krankenhäuser geschlossen haben in den vergangenen Jahren, sondern dass wir gerade diese kleinen Krankenhäuser haben, dass wir eine dezentrale Versorgung haben, dass wir also gewisse Überkapazitäten auch haben, um nicht solche Bilder wie in Italien zu erleben. Die anderen sagen, die kleinen Krankenhäuser bringen uns eigentlich gar nichts in der Frage. Was wir eher brauchen, ist ein atmendes System, das sozusagen normal effiziente Struktur hat, mit weniger Krankenhäusern konzentriert und im Bedarfsfall eben hochfahren kann. Welche dieser beiden Schulen hängen Sie an? Das atmende System, wie Sie es nennen, das gefällt mir ganz gut. Wir hatten ja vor einem halben Jahr die Diskussion über die Bertelsmann-Studie. Die Bertelsmann-Studie hat gesagt, wir müssen 50% der Krankenhäuser schließen und Betten abbauen. Ich halte das für maßlos übertrieben. Wir haben in Deutschland aktuell ungefähr doppelt so viele Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner als der Durchschnitt aller anderen Industrienationen. Übrigens, Italien hat 3 pro 1000, wir haben 8 pro 1000. Skandinavien hat auch um die 3 pro 1000, wir 8 pro 1000. Also wir sind da wirklich auch ziemlich gut aufgestellt und müssen natürlich aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich habe in meiner Umgebung die Situation unmittelbar, ich war auch selber übrigens 25 Jahre tätig in dem Krankenhausbereich, dass Krankenhäuser direkt neben ihrem Krankenhaus entweder Zeltkrankenhäuser zusätzlich für den Notfall einrichten oder in einem Fall, das ist jetzt Zufall, dass direkt neben dem Krankenhaus eine Kreissporthalle steht, die man jetzt nutzt aber nicht Krankenhäuser, die jetzt leer stehen und in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 5 bis 10 Jahren geschlossen wurden, weil die zu weit weg sind. In diesen geschlossenen Krankenhäusern gibt es kein Personal, es gibt dort keine medizinische Einrichtung mehr, deswegen helfen die dann auch nicht weiter. Und ist dann den Krankenhäusern wichtiger, dass sie den unmittelbaren Zugriff, Personal und medizinisch-technisches Gerät vom Krankenhaus nebendran haben. Das scheint offensichtlich wichtig zu sein. Und wir müssen auch an der Stelle, Katastrophen, Zivilschutz, muss man da eigentlich ja als Stichwort nennen, uns überlegen, was vernünftig ist. Ich glaube, dass wir für den Normalbetrieb auf einem guten Weg sind, was Strukturveränderungen anbelangt. Wir haben in den letzten Jahrzehnten natürlich viele Behandlungen nicht mehr in den Krankenhäusern, sondern ambulant. Wir haben große Operationen, früher große Operationen mit großen Schnitten, jetzt minimalinvasiv und nur noch 3-4 Tage Aufenthalt. Das führt natürlich dazu, dass man weniger Krankenhausbetten braucht. Aber wie gesagt, wir dürfen das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Die Krankenhäuser müssen erreichbar sein, vor allem auch im ländlichen Raum. Kann es nicht sein, dass man da mehr als 30 Minuten unterwegs ist bis zum nächsten Krankenhaus. Und vor allem diese Krankenhäuser müssen wir auch finanziell unterstützen. Okay, also ich entnehme, Sie würden bei der Linie bleiben, gerade in Ballungsräumen durchaus die Zahl der Krankenhäuser zu reduzieren. Und im ländlichen Bereich muss man gucken, was ist bedarfsnotwendig, aber keine gewaltigen Überkapazitäten als
permanente Vorhaltekapazitäten, sondern lieber im Bedarf ausbauen. Für den Normalfall ja, und bei Krisensituationen, die wir so in dem Maß bisher nicht kannten, müssen wir allerdings regional möglicherweise unterschiedlich, weil die Verhältnisse im ländlichen Raum in Baden-Württemberg nicht vergleichbar sind unbedingt mit Berlin. Da können die Lösungen durchaus unterschiedlich aussehen. Aber wir müssen für diesen Krisenfall jedenfalls eine eigene Struktur dann aufbauen und überlegen, was ist am besten. Okay, Herr Riebsamen, ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie uns da diese Fragen beantwortet haben. Ich glaube, das hilft den Managern und den leitenden Ärzten, den Pflegefachpersonen in den Krankenhäusern sehr, um sich auch zu orientieren, wo die Reise weiter hingeht. Sie sind natürlich eingeladen, dabei zu bleiben. Ich würde mich jetzt Frau Aulenkamp sozusagen zuwenden, aber vielleicht gibt es ja noch einen Punkt in der Diskussion, also wie Sie möchten. Jedenfalls schon mal vielen Dank. Ich werde Ihnen weiter zuschauen. Ich bedanke mich ebenfalls. Ja, das freut mich. Dankeschön. Ja, Frau Aulenkamp, herzlich willkommen bei 10 to go heute Mittag. Sie waren Vorsitzende der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sie sind jetzt im Gesundheitswesen sehr viel unterwegs auf Kongressen, auf Veranstaltungen als Speakerin, sind eine gern gehörte Stimme. Was machen Sie eigentlich jetzt gerade so und was ist Ihre Botschaft sozusagen in diesen Corona-Zeiten? Was ich gerade mache, meine Doktorarbeit schreiben und nebenbei unterstütze ich beim Bürgertelefon mit der medizinischen Beratung in Essen. Genau, und fange jetzt als Assistenzärztin an, im Sommer zu arbeiten. Ich erlebe jetzt ganz viel quasi von zu Hause aus, habe am Hackathon der Bundesregierung teilgenommen. Was ich momentan, würde ich sagen, was meine persönliche Wahrnehmung ist, wie digitale Medizin jetzt doch einen kleinen Schub bekommt. Das finde ich total spannend mitzuerleben. Auch wie viele Leute sich irgendwie clevere Lösungen versuchen zu überlegen. Das finde ich einfach gerade sehr, sehr beeindruckend. Das geht ja durch alle Felder, nicht nur die Medizin, aber vor allem auch in der Medizin. Sehen Sie eine Chance, dass Deutschland jetzt zum digitalen Vorreiterland vielleicht sogar wird oder jedenfalls massiv aufholt? Bisher waren wir ja eher, was Digitalisierung angeht, weiter hinten. Finde ich eine spannende Frage, habe ich mich auch schon selber oft gefragt, wie nachhaltig das Ganze sein wird und was für Lösungen danach auch wirklich gebraucht werden. Ich glaube, dass es schon ein guter Anschub ist, was jetzt zum Beispiel mit diesem DIVI-Register ist. Ich frage mich nur trotzdem, ob dann im Endeffekt die Lösungen in den einzelnen Kliniken oder Praxen ankommen werden oder auch im Gesundheitssystem, vor allem im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das finde ich ja auch ganz spannend zu erleben, wie wenig da doch städteübergreifend, länderübergreifend irgendwie digital funktioniert. Da bin ich momentan noch ein bisschen skeptisch. Auch was so Schnittstellenproblematik angeht, weiß ich nicht, ob das jetzt quasi wirklich durch die Krise sich alles verändert, behoben wird. Ich glaube, da muss man einfach gucken, was danach dann passiert und wirklich umgesetzt wird davon. Bin da noch etwas zurückhaltend. Ja. Wir erleben jetzt auch in dieser Krise, dass der öffentliche Gesundheitsdienst fast überall nicht ausreichend ausgestattet ist. Da wurde eben wirklich viele Jahre auch gespart, im Gegensatz zu anderen Stellen im Gesundheitswesen. Wie war denn in Ihrer Wahrnehmung, als Sie studiert haben, das Thema Public Health, öffentlicher Gesundheitsdienst? Haben sich Ihre Kommilitoninnen da mit beschäftigt? War das irgendwie interessant? Hat man sich überlegt, auch eine interessante Perspektive? Oder war das so bäh? Das ist ganz interessant, weil eigentlich kriegt man das im Studium ja kaum mit. Wir haben mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, machen wir auch immer alle 4 Jahre so ein Berufsmonitoring Medizinstudierende und fragen, wie viel Ahnung habt ihr eigentlich von der ambulanten Medizin oder vom öffentlichen Gesundheitsdienst? Und auch da kann man sehen, dass die meisten Leute das Thema eigentlich gar nicht kennen. Dementsprechend ist es bei den wenigsten präsent. Natürlich, was ein bisschen anders ist, ist jetzt, ich meine, Sie haben ja schon gesagt, ich war in der BVMD, ich meine, wir haben da gibt es eine Arbeitsgruppe, die heißt Public Health, das Thema ist generell da präsent und ich habe so ein bisschen das Gefühl, alle, die sich dafür interessieren oder viele sammeln sich dann da und man hat natürlich dann so einen kleinen Bias, weil ich kenne jetzt ganz viele Leute, die sich für den ganzen Bereich interessieren und die dafür brennen. Ich glaube aber so unter dem... Jetzt erst seit der Krise oder schon vorher? Vorher. Vorher schon, okay.
Jetzt ist das Interesse natürlich nochmal größer, aber generell durchs Studium kriegt man da wenig mit. Mhm. Okay. Wie nehmen Sie denn so jetzt auch in Ihrer Generation die diese Krise war, also wie nehmen Ärzte und junge Ärzte, junge Ärztinnen, die Krise war? Ist das, ist da großes Erschrecken? Ist da möglicherweise auch Angst, selbst aktiv zu werden? Weil man kann sich anstecken und es sind ja auch schon Ärzte gestorben. Und was für eine Begleitung wünschen Sie sich vielleicht? Braucht man jetzt nochmal eine besondere Begleitung, gerade auch in den Krankenhäusern, um die Menschen zu begleiten, die Ärzte, Ärztinnen, aber auch das Pflegepersonal? Finde ich eine spannende Frage. Angst nehme ich eigentlich überhaupt nicht wahr. Alle wollen irgendwie helfen und ich meine, die meisten Leute ergreifen ja auch so einen Beruf, weil sie Lust haben, was zu machen, zu helfen, da mitzugestalten, und es ist eher so ein Warten darauf, was noch kommt. Ich meine, dadurch, dass jetzt in vielen Krankenhäusern ja auch einfach das gesamte elektive OP-Programm runtergefahren wurde, ist in zum Beispiel jetzt in der Urologie einfach ja gar nicht so viel überhaupt zu tun, als Beispiel. Und da ist eher so die Frage, kann man auch irgendwie die anderen Stationen unterstützen, die innere Medizin, und es ist ein Warten auf etwas, was kommt, aber ich würde sagen, da ist eigentlich keine Angst, und ich habe auch eher das Gefühl, dass sich alle sehr gut vorbereitet fühlen. Die meisten Kliniken machen ja auch Schulungsprogramme, schulen nochmal Leute extra, um dass die auf die Intensivstation gehen können, wenn sie da noch nicht gewesen sind. Also es ist eher eine sehr große Unterstützung. Wir haben ja selber auch so eine Plattform gebaut für Medizinstudierende, die helfen wollen. Da haben sich innerhalb von einer Woche 9.000 Leute ungefähr angemeldet. Also die Unterstützung, dass sie irgendwie helfen wollen, und dazu kommen noch mehr Leute, die sich bei den Fachschaften vor Ort gemeldet haben. Also ich glaube, die Bereitschaft zu helfen ist total groß. Ich glaube, wenn man dann erstmal in der Versorgung ist und dann merkt, Schutzausrüstung wird knapp, was ja auch gerade viele aus der Pflege berichten, das ist nochmal ein bisschen anderes Thema, dann finden das natürlich dann manche nicht so gut, aber dass jetzt jemand sagt, ich will jetzt zu Hause bleiben oder ich würde keinen Nebenjob annehmen, weil ich Angst davor habe, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Mhm. Ja, das ist ja mal eine gute, auch eine gute Nachricht, ja, und das zeigt ja, dass offensichtlich ein Zusammenhalt und auch eine gewisse Hands-on-Mentalität da ist. Nehmen Sie die auch wahren Blick auf andere Berufsgruppen? Sie haben gerade die Pflege angesprochen. Wie verändert diese Krise das Verhältnis möglicherweise auch zwischen Ärzten und Pflegefachpersonen? Ich glaube, dass es generell das Gesundheitswesen so ein bisschen zusammenschweißt, und das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, vor allem auch berufsgruppenübergreifend, keine Ahnung, die Orthopäden müssen auf einmal den inneren Leute helfen, und klar, natürlich muss man auch zum Beispiel, wenn man jetzt junger Arzt oder junge Ärztin ist, mehr von der älteren Pflegekraft Sachen annehmen, auf jeden Fall, und ich glaube auch, dass es zusammenschweißt. Wenn man diese Berichte aus Italien liest, dann schreiben sie ja auch, es ist alles schrecklich, aber was gut ist, ist die Solidarität untereinander und das Kämpfen füreinander. Insofern sehe ich das schon als eine kleine Hoffnung, dass das auch weiterhin so bleibt, hoffentlich. Vielleicht eine Frage zum Schluss, wie blicken Sie darauf? Wir haben in der Pflege die Diskussion über Akademisierung, über neue Karriereoptionen auch. Nun waren da Ärzte immer etwas skeptisch. Da ging es möglicherweise auch um eigene Herrschaftsbereiche, die man nicht abgeben wollte. Erleben Sie das in Ihrem Umfeld auch, dass man eigentlich eher so ein bisschen die Pflege gerne als den, ich sag mal, Hilfsberuf betrachten möchte? Oder ist da wirklich auch eine Begegnung auf Augenhöhe mittlerweile? Ich glaube, dass generell wir von der jungen Generation so ein bisschen anders, weil ich meine, ich kenne jetzt ganz viele Physiotherapiestudierende, ich kenne Pflegestudierende so, und ich mache mit denen Projekte zusammen, wie auch mit anderen Medizinstudierenden oder anderen. Also das ist, glaube ich, schon mehr Augenhöhe. Und ich lerne es jetzt natürlich so. Ne? Ich lerne jetzt, dass wir eine Session auf dem Kongress zusammengestalten. So. Und das ist, glaube ich, was ich genauso später mit in meinen Beruf nehmen werde. Und insofern glaube ich schon, dass wir da ein anderes Verhältnis zu haben, was ich nicht sagen will, dass ältere Generationen ein schlechteres Verhältnis haben. Es ist vielleicht einfach eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive, die wir jetzt ein bisschen anders erleben durch das, was in letzter Zeit alles so aufgekommen ist. Ja.
Ich glaube schon, dass da Unterschiede sein können. Ja. Das ist doch ein positiver Ausblick zum Schluss. Ich danke Ihnen, Frau Ollenkamp, herzlichen Dank und viel Erfolg bei Ihrer Doktorarbeit und einen guten Start am Krankenhaus und alles Gute. Bleiben Sie gesund, auch gerade jetzt, wenn Sie im Krankenhaus oder im Gesundheitsdienst mithelfen. Herr Riebsamen, glaube ich, hat uns bereits verlassen oder ist jedenfalls nicht mehr sichtbar. Ihm auch nochmal herzlichen Dank. Mir bleibt zu sagen, wenn Sie Anregungen haben, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns an zeno@transformationleader.de mit Vorschlägen, Verbesserungsmöglichkeiten, Themen, die Sie vielleicht gerade in den Krankenhäusern bewegen. Wir sind für alles sehr, sehr offen. Und ich darf Sie auf morgen auch hinweisen. Morgen bleiben wir erstmal politisch. Wir haben Maria Klein-Schmeink, die gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag hier. Und wir haben Ruth Hecker, die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Und wir wollen sprechen einmal über das Thema psychiatrische Versorgung. Was bedeutet Psychiatrie gerade jetzt in diesen Krisenzeiten? Und über die Frage, das Verschieben von elektiven Eingriffen, von Tumoroperationen beispielsweise. Wie lange geht das eigentlich? Wie ist das aus Patientensicht zu beurteilen? Spannende Themen morgen. Ich freue mich drauf und sage bis morgen. Tschüss.